Hallo und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge von IMSCP. Wir haben ein neues Update zur Version 1.3.6. Es hat sich einiges geändert, wurde viel gefixt, wurde einiges, also ein bisschen was hinzugefügt. Größtenteils sind es Bugfixes und gucken wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ja, es wird geraten halt, dass man updatet. Und die neue Version beinhaltet Folgendes. Ich habe mir das Ganze mal auf Deutsch rausgeschrieben. Und damit ich das einfach so ein bisschen besser im Überblick habe. Und ja, das Englische versteht man nicht immer, finde ich. Ja, das erste ist im Backend. Das sind viele unsichtbare und nicht benutzte Variablen gefixt worden sein. Ja, ich schätze einfach mal, die sind entweder rausgenommen worden oder halt ja, benutzt worden. Es gibt ein neues Feature. Also es ist was hinzugefügt worden, und zwar editierbare Document Routes. Da gibt es in der Errata-File weitere Infos dazu. Heißt jetzt, man kann, wenn man eine Send-Application oder eine Symfony-Application sich holt, kann man jetzt sein Document Route auf das Public-Verzeichnis setzen, was halt vorher nicht ging. Dann im Frontend haben wir Events für oder Ereignishändler oder Ereignisse für Custom DNS Records. Ja, ich benutze keine DNS Records auf einem IMSCP Server. Kann ich leider nichts dazu sagen. Ja, dann die Documents Route kann man sich jetzt anzeigen lassen, relativ zu seinem Mount Point in der Domains Manage Page. Ja, gut. War ja klar, dass man das irgendwo einsehen muss. Dann wurde behoben, dass der Event-Händler manchmal angehängt wurde, wenn es nicht, auch wenn es nicht brauchbar war, im FTP-Verzeichniswähler. Ja, gut. Wenn man den nutzt, dann ist das wahrscheinlich eine gute Verbesserung. Dann muss die Verbindung jetzt auch SSL sein, wenn SSL aktiviert ist für die Services, dem Virtual File System. Ist recht praktisch. Dann gab es oder man konnte die Tools-Verzeichnisse aufrufen. Das ist jetzt verboten worden. Also mit dem 403-Fehler wahrscheinlich. Der FTP-passive Modus sollte immer aktiviert sein, wenn möglich. Ja, ist auch verständlich. Dann wurden URLs bei Hover-Events wurden versteckt, wurden ausgeblendet. War auch im FTP-Verzeichniswähler. Das heißt, wenn man da irgendwo auf den Link geklickt hatte, wo man im Verzeichnis wählen konnte, wurde anscheinend der Link gewählt, also angezeigt. Das ist, wenn man hier zum Beispiel drüber fährt, hat man hier so einen Hover-Text. Dann PHP MyAdmin Autologin, jetzt habe ich eins übersprungen, wurde nicht richtig gesetzt oder hat nicht funktioniert, weil man SSL mit einem selbst signierten Zertifikat verwendet hat. Es geht jetzt wieder. Dann, ja, ich will das nicht zitieren, ich wollte mir das nur markieren. Dann die Parent Directory ist jetzt selektierbar, also das übergeordnete Verzeichnis kann man jetzt auswählen im FTP-Verzeichniswähler. Die Applikationen wählen jetzt ihren eigenen Charset, welchen sie halt haben wollen. Im Panel, in PHP-MyAdmin, in Net2FTP wurde anscheinend immer hart reinkodiert, welcher Charset genommen werden soll. Tooltips sind nicht angezeigt worden in der Dialogbox oder die sind nicht initialisiert worden in der Dialogbox. Es geht jetzt auch wieder. Das ist hier zum Beispiel dieser Auswahl zitieren. Es betrifft den FTP Directory Chooser, den FTP Verzeichniswähler. Und dann gab es noch ein Review, dass jetzt bessere Fehlerhandlung stattfindet im Virtual File System. Kommen wir zum Installer. Der Installer hat auch sich so ein bisschen verändert. Es wurde die Fix Apache 2 Mod Proxy FCGI SA reingefügt. Es ist ein Apache 2 Post-Install Task, also Apache 2 nach der Installationsaufgabe. Der patcht und rebuild einfach oder baut neu das Modul Mod Proxy FCGI. Ja, gut, wenn man es braucht.
Hinzugefügt wurde auch noch, dass der Support für das Package, nee, Support, ist schön, wenn man eine deutsche Übersetzung hat und dann trotzdem das Englische übersetzt. Oh Mann. Support für Nachinstallationsschritte ist hinzugefügt worden oder ein Paket. Das heißt jetzt Auto-Installer Adapter, Debian Adapter. Damit kann man halt Pakete nach der Installation irgendwie hinzufügen. IMSCP Crypt Random String wird jetzt benutzt für Passwörter zu generieren. Ist praktisch. Dann die Errors von der AppDB PHP sind nicht richtig gefangen worden. Es wird jetzt geprüft oder es wird sichergestellt, dass alle benötigten PHP-Module geladen sind bei dem Execution Command PHP 5nmod oder PHP nmod. Ist ein Regression Fix, keine Ahnung. Das Migrationsskript hat immer in der Konfiguration, nee, das Migrationsskript wurde immer in der Konfiguration, in der Neukonfiguration aufgerufen. Hat dazu geführt, dass die Clients, die Clients, die Domains immer dazu gezwungen wurden, ihre E-Mails neu zu downloaden. Betraf den PO-Servers, keine Ahnung. Pakete wie zum Beispiel Rainloop bleiben ausgewählt, wenn sie nicht ausgewählt wurden im Setup-Dialog. Ist gefixt worden. Jetzt muss ich selbst eben gucken, das ist der vorletzte Punkt. Die Preset oder Preceding-Funktion ist defekt. Das hat die unbeaufsichtigte Installation nicht möglich gemacht. Ja, keine Ahnung. Einige PHP-Module wie mcrypt und emap sind nicht enabled, also sind nicht aktiviert nach einer Neuinstallation. Betraf Ubuntu 14.04. Und die Setup System Directory Subroutine wurde zu früh aufgerufen, das ist jetzt auch behoben. Listeners haben wir einen neuen, das ist der 10 PHP-FPM Settings Override PL. Der erlaubt einfach nur das Überschreiben der PHP-FPM Einstellungen in Pool-Konfigurationen. Boah, gut, ist nützlich. Und es wurde behoben, dass das User Directory immer als Subtree Slave gemount werden muss. Ja, gut. Dann wurde der Monster FTP Package Installer geupdatet, damit er die Monster FTP 2.1.x unterstützen kann. Im Server wurde der SQL Query hinzugefügt für die Iteration zu Dove ADM, für Dove Cod also. Es gab ein Authentifikationsproblem. Ja, you don't have permission to access. Bla bla bla, unser Server. Das hat die VRs betroffen, die redirect worden sind. Man hat die Error Documents nicht aufrufen können bei einem Error. Ja, gut. Dann der Pro FTPD Server konnte die Verzeichnisse nicht anzeigen lassen, wenn man via Localhost sich verbunden hat und im passiven Modus war. Es wurde ein Proxy Loop verursacht bei Proxy Error Override in der Direktive. Das ist jetzt auch gefixt. Da kann man sich auch die Errata angucken. Und es wurde das Configuration File für Pro FTP neu geschrieben oder umgeschrieben, je nachdem. Dann haben wir noch einen Service, der geändert worden ist. Und zwar, es wird jetzt ein Symlink erstellt anstatt eine Kopie der System-PHP-Binaries fürs Panel. Das schließt zum Teil das Ticket 1641. Und dann gab es noch drei Tickets, die bearbeitet worden sind. Deaktivierte Domains, da werden jetzt alle Subpages auf die Hauptpage geleitet, anstatt eine 404 Fehler zu verursachen. Es gab duplizierte Mount Points in der Mount Config und die Apache Worker haben sich nicht richtig beendet bei fehlkonfigurierten V-Logger. Ja, ist einiges, was sich getan hat. Ja, nach dem ganzen 10-minütigen, was sich geändert hat, können wir auch mal updaten. Das heißt, ich bin jetzt schon auf unserem Server drauf. Gehe da jetzt wieder in User SRC, glaube ich, war das.
oder auch nicht, sondern es war in User Local SRC. User Local SRC. Jetzt kann ich mal eben gucken, ob ich hier noch den WGET habe. Nope, habe ich nicht. Dann nehmen wir doch den einfach mal WGET. Ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben. HTTPS github.com i-mscp slash imscp slash archive slash 1.3.6.tar.gz wahrscheinlich. Yep. Okay. Jetzt haben wir die 1.3.6, die können wir uns jetzt einpacken, da xvzf imsc. So. Dann haben wir die jetzt. Ach so, ich habe es falsch gemacht. xvzf, das wollte ich gemacht haben. Dann muss ich eben gucken. Ja. Und dann können wir da jetzt reingehen. Wieder mit cd. Punkt 6. Und da können wir jetzt perl.slash imscp-auto-install-d machen. Oh. Sollte vielleicht das L dranhängen. Ja. Und dann wird auch schon geupdatet. Also das ist jetzt nichts Neues zum vorherigen Video, zum vorherigen Update-Video. Ja, bla bla bla. Credits. Warning, please read carefully. Die Errata-Doc haben wir. Das ist auch okay. Wir wollen einen Auto-Installer. Ja. Weil wir das Ganze schon eingefügt haben. Das heißt, der Installer wird jetzt einfach durchgelaufen lassen werden, tun, je nachdem, wie man es haben will. Und dann ist das auch gleich abgeschlossen. So, jetzt wird man hier nachgefragt, ob es okay ist, dass man die PHP-INI überschreibt. Von der Production. Ja. Da war der Nisa. Ja, die ganze Zeit nichts und dann auf einmal. Ja gut, nehmen wir einfach mal die Packager-Version. Wird schon passen. Ja. Das führt noch seine Installationstasks aus. So, das hat jetzt etwas gedauert. Der ist jetzt wieder da. Jetzt können wir uns einloggen. Huch. Und er meldet mir das. Achso, weil my domain. Gut. imscp. Nachdem man jetzt eingeloggt ist,
können wir hier sehen, dass wir die aktuelle IMSCP-Version haben. 1.3.6. Yay. Die Neuerungen werde ich euch jetzt nicht zeigen. Ja, die sind eigentlich selbsterklärend. Ich könnte höchstens eben das mit den mit der Domain zeigen, dass man da jetzt das den Mount Point anlegen kann, den Document Root, genau. Dann kann man hier einfach htdocs, könnte man jetzt hier public oder so wählen. Dann wird er da eingemountet. Ja, und man kann hier ein Verzeichnis wählen. Genau. Gut, übergeordnet kann man nicht gehen, aber man kann auf slash gehen. Das war's von mir, von dem Update. Viel Spaß beim Installieren. Bis dahin, ciao.